Außenseitertherapien ist erstmal bin ich dankbar, dass ich den Vortrag halten darf, weil tatsächlich ich selber auch mich mal mit Sachen beschäftigt habe, mit denen wir uns jetzt vielleicht nicht tagtäglich beschäftigen, weil wir natürlich, und das haben meine Kollegen, glaube ich, ganz toll bislang dargestellt, vor allen Dingen nach Evidenz, also nach Wissenschaft gehen und die Sachen machen, die wir besonders gut wissen. Außenseitertherapien umfasst eigentlich alles, was eben nicht wissenschaftlich zu 100% belegt ist, dass es einen Nutzen hat. Wir haben heute schon gehört über OP, Strahlentherapie, Chemotherapien, TT-Fields. All das sind inzwischen Standardtherapien und die Außenseitertherapien sind es eben nicht. Und trotzdem werden wir als Neuroonkologen eigentlich fast tagtäglich in der Sprechstunde damit konfrontiert, weil Leute in teilweise sehr renommierten Journalen, aber eben auch in der Leinenpresse immer wieder mit Außenseitertherapien konfrontiert werden. Man könnte ZX fast dazu zählen. Also im Endeffekt einfach, wo in der Presse Sachen dargestellt werden, die wir vielleicht als Fachpersonal anders sehen. Trotzdem gibt es einige Sachen, die wir auch gar nicht so schlecht finden. Und darauf will ich heute eingehen. Ich möchte im Endeffekt, die Folien sind alle sehr ähnlich aufgebaut, um es übersichtlich zu halten. Wie gesagt, es gibt bestimmt, wir könnten darüber stundenlang sprechen. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, die ich für interessant und wichtig halte und die wir auch täglich hier, mit denen wir eben konfrontiert werden. Das erste ist vielleicht so ein bisschen speziell, das ist die Mistel. Das ist eine Therapie, die im Endeffekt in der Komplementärmedizin generell bei Tumorerkrankungen, weniger bei Hirntumoren immer wieder thematisiert wird als Ergänzungstherapie, als teilweise alleinige Therapie. Da werden Sie gleich was zu hören, ob das sinnvoll ist beim Hirntumor. Dann mein persönliches Lieblingsthema Cannabis, nicht weil ich es selber konsumiere, sondern weil wir da wissenschaftlich sehr interessiert daran arbeiten aktuell. Bringt es was bei Hirntumoren? Wenn ja, was? Und was können wir von so einer Therapie erwarten? Warum denken wir, dass das vielleicht einen Vorteil bringt? Dann ein Thema, womit ich persönlich tatsächlich schon sehr oft in der Sprechstunde von Patienten konfrontiert wurde, ist das Thema ketogene Diät. Also im Endeffekt eine spezielle Ernährungsform. Was kann man ernährungstechnisch tun, kann man quasi sich ernähren, sodass der Tumor kleiner wird, dass der Tumor bekämpft wird. Dann natürlich der in der Neuroonkologie, sage ich mal, der Evergreen, der seit vielen Jahren begleitet. Das Thema kommt auch immer wieder auf Methadon. Bringt das was? Und warum ist die neuroonkologische Szene da eigentlich so kritisch gewesen, als das Thema damals aufkam? Da wird schon so ein bisschen spezieller. Da gibt es ein Wurmmittel, das Mebendazol, was auch tatsächlich kursiert, dass das einen Vorteil bringt, gegebenenfalls bei Hirntumoren. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Und dann kommen wir zu Nahrungsergänzungsmitteln, die mit Sicherheit auch der ein oder andere nimmt. Ich im Übrigen auch. Vitamin D ist ein großes Thema bei vielen Erkrankungen tatsächlich, weil wir in Deutschland und generell, sage ich mal, in den nördlicheren Regionen der Weltkugel natürlich einen Sonnenmangel haben und Vitamin D-Produktion eben sonnenabhängig ist und mit vielen Erkrankungen eben in Verbindung gebracht wird. Vitamin C ist einfach auch ein Vitamin, was immer wieder kursiert, dass das viele positive Effekte hat. Auch da habe ich ein paar spannende Sachen zugefunden. Dann wird es etwas spezieller. CUSP9 ist im Endeffekt eine Thematik, die auch vor einigen Jahren aufkam. Es ist im Endeffekt, wenn man so will, ein Medikamentencocktail von Medikamenten, die eigentlich gar nicht unbedingt mit Tumortherapie zu tun haben, sondern die verschiedene Signalwege hemmen. Und man proklamiert eben da, dass das gegebenenfalls einen Vorteil bringt. Und dann noch das Metformin, zuletzt auch immer wieder thematisiert, eigentlich ein Diabetes-Medikament. Auch da wird öfter mal behauptet, dass das insbesondere bei Hirntumoren hilfreich ist. Und auf diese Themen möchte ich einmal eingehen. Und wie gesagt, da gibt's, wir könnten diese Liste endlos weiterführen. Da gibt es so viele Sachen, denen das nachgesagt wird. Ich denke, dass wir hier eine ganz gute Mischung mal rausgesucht haben für Sie. Um das Ganze zu verstehen, ein ganz kurzer Ausflug einmal über generell, warum sind wir Mediziner oder warum sind wir Wissenschaftler immer darauf aus, dass Studien gemacht werden?
Und was heißt denn überhaupt Studie? Es gibt im Endeffekt ganz viele verschiedene Arten von Studien. Die Studien, die wir machen, lassen sich in verschiedene Phasen unterteilen. Da gibt es im Endeffekt einmal die sogenannten präklinischen Versuche. Das ist im Endeffekt das, was man im Labor macht an Tieren und an Zellkulturen. Dann gibt es eine Phase-1-Studie, Testung im Endeffekt an Gesunden. Das ist bei Tumoren nicht möglich. Man würde keine Krebsmedikamente an gesunden Menschen testen, sodass auch da in der Krebsmedizin dann Patienten schon eingesetzt werden im Rahmen dieser Studie. Und deswegen haben wir auch in der Hirntumorforschung häufig kombinierte Phase 1 und Phase 2 Studien. In der Phase 2 findet dann die erstmalige Testung an Kranken statt. Da geht es vor allen Dingen um Verträglichkeit, Dosierungsfindung. Und Phase 3, das ist so das, was wir alle wollen, eine große Phase 3 Studie, wo im Endeffekt die Wirksamkeit an einer großen Patientenkohorte getestet wird. Und dann gibt es noch die Phase 4, das ist das Medikament bereits zugelassen, da beobachtet man es auf dem Markt. Da werden es dann sehr viele Menschen kriegen und dann würde man dann die seltenen Nebenwirkungen erfassen. Zusammenfassend kann man sagen, im Endeffekt gibt es drei wichtige Stufen, so ein Medikament auf den Markt zu bringen. Das ist einmal der Zellversuch im Labor, das ist im Endeffekt der Tierversuch, in der Regel in Deutschland an Mäusen oder Ratten. Und dann am Ende eben der Versuch am Menschen, wenn man so will. Also im Endeffekt unsere klinischen Studien, die wir auch in Essen durchführen, die natürlich höchst kontrolliert sind und natürlich extrem hohe Standards erfüllen, damit möglichst niemand zu Schaden kommt. Fangen wir mit dem ersten Thema an. Thema ketogene Diät. Im Endeffekt, was ist das? Ketogene Diät heißt eigentlich kurz gesagt Verzicht auf Kohlenhydrate. Die Rationale dahinter, also warum denkt man, dass das was bringt, ist, dass im Endeffekt Tumore mehr Zucker verstoffwechseln als gesundes Gewebe. Und Tumore, so hat man es zumindest lange geglaubt, nicht auf andere Energieträger ausweichen können. Das ist der sogenannte Warburg-Effekt. Und da gibt es tatsächlich eine ganz gute Studienlage inzwischen zu. Auch in Deutschland verschiedene Studien gemacht, Ergo-1, Ergo-2-Studie, ganz viele Fallberichte. Und man muss im Endeffekt sagen, dass man leider im Rahmen dieser Studien hauptsächlich herausgefunden hat, dass eben Tumore doch eben auch auf andere Energieträger wechseln können, wenn sie dazu gezwungen sind. Sprich, wenn man wenig Zucker zu sich nimmt, hat man niedrige Blutzuckerspiegel und dann schafft es der Tumor über andere Wege ATP, also Energieträger, zu generieren. Fazit zu dem Thema wäre, dass man im Endeffekt wenig verlässliche Studienergebnisse hat. Das ist tatsächlich wie bei vielen Therapien, die ich Ihnen heute, oder sagen wir vielen Ansätzen, die ich Ihnen heute vorstelle, irgendwo auch eine Glaubensfrage. Ich glaube, der richtige Weg ist, dass wenn man sich dadurch nicht eingeschränkt fühlt, also ich meine, wenn ich das Menü hier oben sehe, ich denke, da werden mir einige zustimmen, das kann man schon mal essen, muss jetzt nicht jeden Tag sein, aber wenn das die Lebensqualität nicht einschränkt, dann kann man das machen als Patient. In unserer Sprechstunde. Man muss allerdings bedenken, dass es ein paar Erkrankungen gibt, wie zum Beispiel Kurzdarmsyndrom oder Leberzirrhose, wo eben diese Fette, da sind viele, viele ungesättigte Fettsäuren drin, dass die eben dann schlecht verstoffwechselt werden, und das eben dann auch zu im schlimmsten Fall Problemen mit der Chemotherapie und Durchfällen führen kann. Einen gesicherten Nutzen hat das Ganze aber bislang nicht. Mal gucken, was die Zukunft dann noch bringt. Dann die Cannabinoide. Oder Cannabis, da geht es im Endeffekt um die Hanfpflanze, die verschiedene Cannabinoide beinhaltet. Die Liste ist sehr, sehr lang. Im Wesentlichen, was uns interessiert, ist das CBD und THC. Und es ist so, dass die Rationale dahinter, also wieder, warum glaubt man, dass das was bringt, im Endeffekt ist, dass man in Grundlagen versucht, also das, was ich eben an Ratte und Zellkultur gezeigt habe, gesehen hat, dass man im Endeffekt einen anti-angiogenetischen und apoptotischen Effekt erzeugen kann. Sprich mit anderen Worten, der Tumor kann nicht wachsen und kann keine Gefäße ausbilden, die er zum Tumorwachstum unbedingt braucht. Da gibt es verschiedene Studienlagen zu. Wenn man verschiedene Krankheiten sich anguckt und medizinisches Cannabis hat ja auch in den letzten Jahren dann doch Einzug in den deutschen Markt gefunden, dann findet man tatsächlich auch ganz gute Studien, zum Beispiel bei der Epilepsie. Und das Epidiolex, das ist reines CBD. Aber eben auch bei Gliom-Patienten, bei Glioblastom-Patienten gibt es inzwischen Studien. Und zwar gibt es eine Studie, die ich da an dem Punkt immer ganz gerne heraushebe. Das ist eine Phase-1-Studie. Also wir erinnern uns im Endeffekt eigentlich an Gesunden bzw. an Kranken getestet, um erstmal die Verträglichkeit zu gucken. Und das ist eben auch das, was man eben ganz klar sagen muss. Das ist eben keine Phase-3-Studie, die eine Wirksamkeit zeigt.
Aber es ist eben eine Phase 1-Studie, die Verträglichkeit insbesondere hier mit dem Temozolomid, also unserem Standardtherapeutikum für die Chemotherapie, untersucht hat. Und da muss man sagen, die wichtigste Erkenntnis da war erstmal, obwohl CBD sehr interaktionsfreudig eigentlich ist mit ganz vielen Medikamenten, unter anderem Blutverdünnung, ist es so, dass das sehr gut verträglich ist mit dem Temozolomid. Das heißt, sie werden fast normale Temozolomidspiegel erreichen, auch wenn sie Cannabinoide nehmen. Und wo wir die Cannabinoide einsetzen, ist im Endeffekt, dass wir Symptome behandeln, die unsere Patienten häufig haben und eben mit Cannabinoiden gut behandelt werden können. Dazu zählt, wie eben schon genannt, die Epilepsie, aber eben auch Schmerzen, Ängste, Übelkeit bei Chemotherapie und Schlafstörungen. Es gibt eben auf Grundlage dieser Phase 1b-Studie, und jetzt muss man vorsichtig sein, Hinweise, dass CBD gegebenenfalls auch einen Überlebensvorteil bringt in Kombi mit THC, weil die Gruppe, die nämlich CBD und THC bekommen hat, in dieser Studie länger gelebt hat. Jetzt muss man, wie gesagt, vorsichtig sein, weil diese Studie nicht darauf ausgelegt war und gar nicht so groß war, um Überlebensvorteile zu zeigen. Das heißt, man müsste das Ganze mal in einer größeren Kohorte untersuchen, was mit Sicherheit auch in Zukunft passieren wird. Wann, weiß ich aber nicht. Da ist jetzt in der Richtung noch nichts Konkretes geplant. Aber das wird kommen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Evidenz bei Cannabinoiden im Endeffekt unklar ist, was das Gesamtüberleben angeht. Aber sicherlich ist es symptomatisch wirksam. Man muss allerdings beachten, dass die Nebenwirkungen, und das sehen wir hier auch bei unseren Patienten interindividuell, sehr, sehr unterschiedlich sind. Manche dosieren das auf und haben überhaupt keine Nebenwirkungen, obwohl sie nie Cannabinoide konsumiert haben. Und andere kam schon bei niedrigen Dosen, zum Beispiel Schwindel, Übelkeit, Erbrechen. Das muss man eben individuell ausprobieren, ob das was für einen ist. Und ganz wichtig, man müsste einmal vorher einen Kostenübernahmeantrag bei der Krankenkasse stellen. Medizinische Cannabinoide sind sehr teuer. In der Regel gehen 50% der Anträge von uns gehen bei der Kasse durch. Vitamin D, das nächste Thema, das im Endeffekt das Sonnenvitamin, wenn man so will, das ist ein fettlösliches Vitamin, was der Körper selber produzieren kann aus Vorstufen, eben mit Hilfe von der Sonne. Ich habe es eben schon angesprochen. Keine Sonne, kein Vitamin D. Das führt dazu, dass wir in Deutschland und vor allen Dingen auch in den skandinavischen Ländern einen extrem hohen Vitamin D-Mangel haben, was dazu führt, dass man das näher untersucht hat bei ganz verschiedenen Erkrankungen, vor allen Dingen zum Beispiel jetzt ganz aktuell vor einigen Jahren bei der MS, also bei der multiplen Sklerose, der entzündlichen Erkrankung, war ein ganz klarer Zusammenhang zwischen dem Vitamin D-Status und der Inzidenz in kälteren Ländern gefunden hat. Und ähnliche Studien gibt es auch in viel kleinerem Ausmaß bei Hirntumorpatienten. Und zwar gibt es immer wieder diese Überlegungen, ob die sogenannten Winterpatienten, also die, die im Winter operiert werden, ihre Erstdiagnose erhalten, kürzer leben. Klare Daten gibt es dazu nicht. Es gibt ein paar Arbeiten, die das hinweisen, aber keine Sorge, wenn sie im Winter operiert werden, heißt es nicht unbedingt, dass der Chirurg da irgendwie schlechtere Arbeit macht oder die kalte Hände hat. Im Gegenteil, da gibt es gar keine Daten zu. Das sind im Endeffekt erstmal nur Behauptungen. Und jetzt gibt es ganz viele Untersuchungen, die untersucht haben, bringt jetzt Vitamin D-Zufuhr von außen was, um das Überleben der Patienten zu verlängern. Und man muss sagen, das ist tatsächlich was, wo ich auf ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse gekommen bin. In der Recherche für diesen Vortrag heute. Es gibt im Endeffekt Arbeiten, die im Endeffekt sagen, ja, es bringt was. Es gibt Arbeiten, die sagen, es bringt nichts. Und es gibt Arbeiten, die sagen, es schadet sogar. Und dann gibt es Subgruppenanalysen, die zeigen, dass zum Beispiel Männer über 56 gegebenenfalls einen Vorteil haben. Das ist also ein sehr, sehr schwieriges Thema. Da braucht man tatsächlich eine gute Studie, sodass das Fazit ist, wenn ein Vitamin D-Mangel besteht, sollte man den substituieren. Vitamin D kann man beim Hausarzt im Rahmen der wöchentlichen Blutentnahme, die bei unseren Therapien sowieso notwendig sind, mitmachen lassen. Und dann wissen Sie, ob Sie einen Vitamin D-Mangel haben, da Vitamin D-Mangel auch ganz viele andere Sachen macht, wie Osteoporose beispielsweise, was auch schädlich ist, insbesondere wenn unsere Patienten dann auch mal Cortison brauchen, sollte man das auf jeden Fall substituieren. Sonst allerdings ehrlicherweise nicht, aber Sie werden feststellen, wenn Sie es selber mal messen, mit hoher Wahrscheinlichkeit werden Sie zu dieser Jahreszeit einen Vitamin D-Mangel haben. Dann zum nächsten Vitamin, das Vitamin C. Da habe ich eine Sache gelernt, die ich sehr interessant fand. Ich wollte eigentlich eine Zitrone in dieses Bild packen. Dann habe ich aber festgestellt, dass die Zitrone und überraschenderweise auch die Orange gar nicht so viel Vitamin C haben, wie man glaubt, sondern der absolute Sieger im Vitamin C-Gehalt ist die Buschpflaume. Deswegen heute dann eben die Buschpflaume auf diese Folie gekommen ist. Und Vitamin C ist ein Vitamin, das vom Körper selber nicht produziert werden kann,
Das ist eine Ascorbin, also es heißt Ascorbinsäure, ist im Endeffekt der chemische Name. Und hohe Konzentrationen dieser Säure führen dazu, dass im Endeffekt Zellen einem sogenannten oxidativen Stress ausgesetzt werden. Und das führt am Ende zu Zellschädigung. Allerdings insbesondere eben bei Tumorzellen und weniger bei gesunden Zellen. Auch da gibt es im Endeffekt viele Grundlagenarbeiten bei Zieren und Zellkulturen. Verschiedene Krebsarten wurden untersucht. Ich habe hier zwei ältere Arbeiten rausgesucht bei anderen Tumoren. Die haben ganz viele Tumore in einer Arbeit untersucht. Ob Vitamin C Hinzunahme, also wenn man es einfach quasi als Tablette oder als Getränk zu sich nimmt, ob das was bringt. Und es gibt eben aber auch tatsächlich beim Glioblastom-Untersuchungen jetzt wieder, so sage ich mal, die kleine Enttäuschung, dass im Endeffekt die Datenlage beim Glioblastom viel zu gering ist, um da jetzt aktuell eine Aussage zu treffen. Aber, und das ist das Schöne daran, es läuft tatsächlich gerade eine Studie dazu, wo hochdosiertes Vitamin C gegeben wird, um zu schauen, ob es einen Effekt hat. Und was man bislang weiß, ist, dass die Patienten sich häufig einfach besser fühlen, sprich weniger Nebenwirkungen der Therapie haben und sich einfach lebendiger fühlen, wenn sie eben hochdosiert intravenös Vitamin C bekommen. Und da gibt man tatsächlich eine. Also das ist schon sehr, sehr viel. 87,5 Gramm gibt man dreimal wöchentlich. Das ist schon eine ordentliche Menge. Jetzt darf man aber nicht vergessen, Vitamin C ist, wie schon gesagt, ein wasserlösliches Protein. Das heißt, das meiste davon wird mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach über die Nieren ausgeschieden. Also zusammenfassend gibt es da auch keine klare Evidenz, also keine klaren wissenschaftlichen Hinweise, dass das was bringt. Die Studie, die insbesondere diese hier bleibt, abzuwarten, ob daraus dann eine Phase-3-Studie mit Wirksamkeitsnachweis erfolgt. Was aber ganz klar ist, dass die orale Gabe mit hoher Wahrscheinlichkeit bei verschiedenen Krebsarten nichts bringt, wenn müsste man das tatsächlich intravenös geben in diesen Dosierungen, wenn man da einen Effekt haben will. Dann die Mistel, ich habe es eben kurz angesprochen, ich glaube, das können wir kurz halten, weil es bei Glioblastom-Patienten oder Gliom-Patienten häufiger eine Nebenrolle spielt. Die Mistel ist im Endeffekt ein Hemiparasit, der auf verschiedenen Bäumen wächst. Und der Mistel wird nachgesagt, dass sie eben eine antitumorale Wirkung hat und zytostatische Effekte durch Immunaktivierung mittels sogenannter Lektine. Und jetzt ist es so, dass die Mistel tatsächlich vielleicht eins der komplementären Substanzen ist und deswegen hat sie es auch hier in diesem Vortrag geschafft, die am besten untersucht ist, was komplementäre Therapien in der Krebsmedizin angeht. Man muss sagen, dass die meisten dieser Studien leider negativ waren, aber und das ist ganz interessant, dass die Lebensqualität bei den Patienten, die Mistel zusätzlich bekommen, tatsächlich besser zu sein scheint. Und es gibt bei Gliomen eine kleine Studie mit 29 Patienten, das ist eine sehr geringe Zahl für eine Studie, eine Evidenz dafür, dass Mistel einen Vorteil bringt. Ja, aber das muss man in Relation sehen. Die Studie ist sehr, sehr alt. Und eben eine kleine Patientenzahl, aber mit Sicherheit eine Sache, die man überlegen kann, wenn man ergänzend irgendwas machen will. Es gibt Leute, die sind ja, sage ich mal, der Naturheilkunde sehr verbunden und werden da mit Sicherheit relativ zügig mit diesem Hemiparasiten in Verbindung kommen. Zusammenfassend kann man sagen, eine Verbesserung des Gesamtüberlebens bei Krebspatienten gibt es nicht. Es kann aber keine sichere Aussage getroffen werden, was Gliome angeht, weil wie gesagt, es gibt auch hier eben wissenschaftliche Hinweise dafür, dass es gegebenenfalls was bringt. Die Datenlage ist aber bei weitem nicht ausreichend, weswegen es eben auch noch nicht oder nicht zu den Therapien zählt, die wir standardmäßig empfehlen, wie es auch für die meisten Therapien gilt, die ich hier vorstelle. Metformin. Diabetes-Medikament kennen vielleicht einige von Ihnen und ich weiß auch, dass viele unserer Patienten das nehmen, weil sie eben auch einen Diabetes haben. Und das ist ehrlicherweise eines der absoluten Standardmedikamente beim Typ-2-Diabetes. Und das ist ein schönes Beispiel für das sogenannte Drug Repositioning. Es gibt Studien dazu, dass wir sag ich mal, in eine Sättigung der Medikamentenneuentwicklung reinkommen, sprich, es gibt inzwischen so viele Medikamente auf dem Markt, dass wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten die weniger Medikamente hinzukommen werden. Einfach aus der Tatsache heraus, weil man weiß, dass man Medikamente für verschiedene Sachen anwenden kann und nicht nur für die Sachen, für die sie initial entwickelt wurden. Klassisches Beispiel dafür ist das Aspirin, was früher ein Schmerzmedikament war und heute eigentlich fast nur noch zur Blutverdünnung gegeben wird.
Und das ist eben auch der Gedanke bei Metformin. Metformin hemmt erstmal, und das ist seine Aufgabe, die Gluconeogenese in der Leber. Und es hemmt im Endeffekt in den Grundlagen wissenschaftlicher Untersuchungen, sprich in der Zellkultur und im Tierversuch, hemmt es das Wachstum und führt zum Zelltod von Gliomzellen. Deswegen waren sehr viel Hoffnung, dass dieses Medikament gesetzt hat. Da gibt es jetzt im Endeffekt auch erste Studien zu. Und tatsächlich ist es wohl so, so ist zumindest auch in der Datenlage, wie gesagt, schwach ist. Es ist keine Standardtherapie. Scheint es so, dass niedriggradige Gliome, sprich die Dehermotheteliome Grad 2, Grad 3, von der Einnahme profitieren. Bei Glioblastomen ist die Wirksamkeit allerdings weiterhin fraglich. Und Fazit muss man sagen, jetzt bitte nicht einfach Metformin nehmen. Das macht viele Nebenwirkungen und insbesondere unsere Chirurgen mögen das Medikament gar nicht, weil es eben eine sogenannte Laktatazidose macht. Das muss präoperativ in der Regel auch abgesetzt werden. Und besprechen Sie sowas mit Ihrem Arzt. Wenn Sie einen Diabetes haben, wiederum, sollte man überlegen, ob man dieses Medikament vielleicht in seine Therapie integrieren kann, wenn es da keine sogenannten Kontraindikationen, also Gründe gibt, warum man das nicht tun sollte. Dann ein Mittel, was Sie mit Sicherheit, die meisten von Ihnen schon mal, mit dem Sie schon mal zu tun gehabt haben, beziehungsweise schon mal gehört haben, ist Methadon, Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, was vor allen Dingen bei der Substitution von Heroinabhängigen eine medizinische Rolle spielt. Da gibt es auch verschiedene Grundlagenarbeiten bei Tieren und bei Menschen. Und jetzt muss man sagen, dass wir hier eine ausführliche Diskussion in den letzten Jahren hatten in der neuroonkologischen Szene, weil es eben Fallberichte gibt, dass die Tumore darunter verschwunden sind. Das war zum Beispiel bei Stern TV, ich glaube 2017 oder 15 war das ganz, ganz groß im Thema, mehrere Sendungen dann auch draus gemacht, was dann zu einem Hype geführt hat in der Szene und die Patienten alle Methadon haben wollten. Aber das Problem ist, und deswegen mögen das viele Neuroonkologen auch nicht, wir haben eine extrem hohe Nebenwirkungsrate und selbst die Grundlagendaten, die da immer wieder gezeigt werden, wenn man sich die mal genauer anschaut, sind gar nicht so überzeugend, wie sie auf den ersten Blick zu sein scheinen. Und eine Arbeitsgruppe, ich glaube aus Holland, hat untersucht, welche Dosierungen notwendig wären, wenn man diese geringen Grundlageneffekte im Menschen reproduzieren will. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man so hohe Dosen von diesem Opioid bräuchte, die mit dem Leben nicht vereinbar wären. Sodass es hier ganz klar gilt, keine Empfehlung bei Gliom-Patienten. Wie gesagt, immer wieder ein diskutiertes Thema, auch im Rahmen der Sprechstunde werden wir immer wieder darauf angesprochen. Also wir akzeptieren es natürlich, wenn jemand Methadon nimmt. Das ist erstmal ein zugelassenes Schmerzmittel. Aber wir würden das jetzt hier unseren Patienten aufgrund der genannten Sachen, insbesondere der Nebenwirkungen und eben der fraglichen, Grundlagendaten nicht empfehlen. Dann eine meiner letzten Folien, das Mebendazol. Das ist ein Wurmmittel, was im Endeffekt die Zellteilung in den sogenannten Mikrotubuli hemmt, sprich es hemmt die Mitose. So wie eben klassische Zytostatika, also Chemotherapeutika auch. Das heißt, es macht eigentlich das, was ein Chemotherapeutikum auch machen soll. Nur im Gegensatz zu vielen Chemotherapeutika gelangt es eben ins Hirn. Und das hat man gemessen und weiß es. Und das hat dazu geführt, dass dem Mebendazol eine fragliche Wirkung zugeschrieben wurde, vielleicht bei Tumoren oder Hirntumoren zu wirken. Und deswegen, daraus ist dann auch eben diese Phase-1-Studie bei pädiatrischen Gliomen entstanden. Und was man weiß, obwohl es ein Medikament ist, wo viele Ärzte wahrscheinlich eher vorsichtig sind, vor allen Dingen in unseren Breitengraden, weil wir nicht allzu viele Wurmbefalle haben und es ja manchmal jetzt nicht in der klinischen Routine häufig angewendet wird, scheint es sicher zu sein bei unseren Patienten, trotz anderer Medikamente, die sie nehmen müssen. Und am Ende muss man sagen, die Rolle ist völlig unklar aktuell. Das kann sich aber tatsächlich in Zukunft ändern, wenn sich eben diese, sage ich mal, theoretischen Überlegungen bewahrheiten würden. Dann einmal noch kurz aufs CUSP9V3-Schema, der Medikamentencocktail, den wir in Essen tatsächlich auch schon mal bei einem Patienten angewendet haben. Im Endeffekt ist es so, dass der Grundlagengedanke dahinter ist, dass ein Mittel nicht reicht. Die ganzen Mittel, die ich Ihnen vorgestellt habe heute, ein Mittel reicht nicht, um den Tumor zu bekämpfen. Man muss verschiedene Signalwege attackieren, weil eine Zelle mit unendlich vielen Signalwegen mit ihrer Umwelt kommuniziert und so die Tumorzelle eben auch. Und da gibt es eben Grundlagenarbeiten, insbesondere eine Phase 1 und 2 Studie,
wo diese neuen Medikamente kombiniert worden sind. Da ist unter anderem ein Schmerzmittel bei, da ist ein Blutdrucksenker bei, da ist ein Antibiotikum bei, Mittel gegen HCV und HIV ist dabei. Und die Studie kam halt zu dem Ergebnis, dass das Ganze überraschend verträglich ist. Die häufigsten Nebenwirkungen waren Übelkeit, Erbrechen, Müdigkeit, Kopfschmerzen und Durchfall. Jetzt ist es allerdings so, dass die Phase-3-Studie noch fehlt. Und in Essen haben wir es, wie gesagt, bei einem Patienten angewendet. Meines Wissens war es nur einer und der hat tatsächlich relativ viele Nebenwirkungen gehabt. Das ist natürlich jetzt keine Studie, sondern das ist jetzt die individuelle Erfahrung. Man kann das im Einzelfall diskutieren, ob man das machen will, weil es eben Grundlagendaten dafür gibt, dass es vielleicht was bringt. Aber das sind wirklich Einzelfallentscheidungen. Da haben wir mit Sicherheit, wie Herr Kebe eben dargestellt hat, ganz andere Optionen im Rezidiv, bevor wir sowas aktuell nutzen würden. Zusammenfassend kann man im Endeffekt sagen, dass es nahezu unendlich viele Medikamente gibt, die für sogenannte Drug Repositioning, also eine Anwendung eines Medikamentes außerhalb seiner eigentlich zugelassenen Indikation bei Hirntumoren in Frage kommt. Und man, ich glaube, das ist so das Fazit, und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das nochmal herausgestellt wird, dass die Medikamente vor allem dann eingesetzt werden sollten, wenn die medizinische Indikation stimmt, sprich, wenn Sie Bluthochdruck haben. Nehmen Sie ein Bluthochdruckmittel, wenn Sie Diabetes haben, nehmen Sie vielleicht Metformin, wenn Sie einen Vitamin-D-Mangel haben, nehmen Sie Vitamin D und Cannabis zum Beispiel bei Schmerzen. Sie können mit uns diese Optionen immer wieder natürlich besprechen im Rahmen der Sprechstunde. Wir machen zum Beispiel in Essen Anträge für Cannabinoide bei den Patienten, wo das eben in Frage kommt. Da können Sie mich gerne auch direkt kontaktieren, wenn Sie an sowas Interesse haben. Da hilft es dann immer, wenn man irgendwie schon mal ein paar Medikamente ausprobiert hat, zum Beispiel bei Schlafstörungen oder Schmerzen, die nicht so gut gewirkt haben, wenn man das auch aufgeschrieben hat, dass das eben so ist. Und ganz wichtig, und das ist, glaube ich, nochmal eine Key Message, verschweigen Sie uns nicht, wenn Sie sowas machen. Wir sind offen dafür. Herr Glas hat es ganz am Anfang heute angesprochen, dass wir in Essen mit Sicherheit über den Tellerrand hinausschauen. Allerdings sind wir natürlich Wissenschaftler und Ärzte und wollen Sie bestmöglich beraten und wollen dann irgendwie auch auf dem wissenschaftlichen Weg bleiben. Sprechen Sie es offen an, wenn Sie sowas nehmen wollen. Wir werden Sie beraten, werden Sie dafür nicht verurteilen, aber für uns ist es ganz wichtig, dass wir eben die Nebenwirkungen der Therapie, zum Beispiel Methadon, Durchfälle, Übelkeit, Erbrechen, einschätzen können und die denn dann gegebenenfalls eher dem komplementären Medikament zuordnen können. Wenn wir es nicht wissen, glauben wir, es ist die Chemotherapie, reduziert im schlimmsten Fall die Dosis und dann hat keiner was davon. Und ganz wichtig ist mir persönlich auch nochmal, dass Sie bitte aus Verzweiflung bei diesen oft doch schweren Erkrankungen, die wir auch hier im Rahmen dieser Sprechstunde behandeln, nicht einfach zu alternativen Methoden greifen, die teilweise sehr unseriös und teuer sind, sondern eben unter Umständen auch schädlich. Ich denke oder hoffe, dass ich es gezeigt habe. Und Sie haben gesehen, ganz viel wissen wir, aber noch viel, viel mehr nicht. Und deswegen ist das ganz Wichtige, dass wir Studien machen, um mehr zu erfahren, mehr zu wissen. Und vielleicht hat das so einen kleinen Einblick in unsere Gedankenwelt gegeben. Und damit bedanke ich mich. Ja, vielen Dank, Christoph, für den wirklich sehr schönen und übersichtlichen Vortrag. Es gibt eine Reihe von Fragen. Ich lege mal los mit der ersten Frage. Was ist mit Weihrauch? Ja, ich habe es überlegt, ob ich es mit reinnehme. Allerdings ist es so, dass Weihrauch wir tatsächlich auch anwenden bei unseren Patienten im Rahmen der Ödembehandlung. Es gibt eine Arbeit dazu, wo ich glaube ungefähr 4,6 Gramm Weihrauch am Tag über an verschiedenen Zeitpunkten genommen werden. Und definitiv ist es so, dass das etwas ist, was man ergänzend überlegen kann, aber dann vor allen Dingen sinnvoll ist, wenn man eine hohe Cortisondosis hat oder eben Ödem, dann kann man das einwenden. Für den Tumor selber bringt es wahrscheinlich, stand jetzt eher weniger. Genau, was man vielleicht noch ergänzen kann, wie viele Tabletten wären das, Christoph, die man täglich nehmen müsste? Ich glaube, 20 ungefähr, ne? 15 sind es, glaube ich, 15 bis Genau, 20 Tabletten, so weil die höheren mindestens Dosen sind. 12, genau, Ja. mindestens 12 Tabletten. Also das muss man natürlich auch berücksichtigen, bei der sozusagen Entscheidung, sowas zu tun. Wenn sozusagen ein Hirnödem vorliegt, dann ist die Therapie der ersten Wahl tatsächlich das Cortison, muss man sagen. Das ist auch am wirksamsten. Weihrauch kann vielleicht etwas helfen, das Ödem zu behandeln, aber es ist halt auch mit der Einschränkung verbunden, die du bereits erwähnt hast. Nächste Frage. Sulforaphan und Kurkuma gelten bei manchen auch als Wundermittel. Was sagen die Studien dazu? Ja, also Kurkuma habe ich jetzt heute tatsächlich rausgelassen, weil ich darüber letztes Jahr schon berichtet habe im Rahmen dieser Reihe. Kann man zusammenfassend auch sagen, ja, es gibt genau wie bei vielen anderen Substanzen, die ich heute vorgestellt habe, eben grundlagenwissenschaftliche Hinweise dafür, dass es gegebenenfalls was bringt. Harte Daten dafür gibt es nicht.
Man kann es nehmen, ne? Es ist ja einfach im Endeffekt ein Lebensmittel, aber Wunder davon erwarten kann man zum aktuellen Zeitpunkt, nachdem wir es wissen, leider nicht. Genau, und Kurkuma wird ja generell bei allen Krebserkrankungen eingesetzt, mit dem Ziel sozusagen, dass es irgendwie die Therapie, das Vertragen der Therapie erstens verbessert und auf der anderen Seite sozusagen Entzündungen hemmt. Wir machen es nicht bei unseren Patienten, wir bieten es nicht an. Man könnte sich fragen, ja, warum sollte man das generell nicht tun? Also auch zu den anderen Therapien, die du bereits erwähnt hattest, warum sollte man nichts unversucht lassen? Wahrscheinlich die einfachste Erklärung ist, das, was du bereits erwähnt hattest, Nebenwirkung ist ein Thema. Und wir wissen auch nicht, ob diese experimentellen Dinge Einfluss haben auf die Wirksamkeit der bekannten Therapien oder der Standardtherapien. Und das ist ein Genau. großes Problem, ne? Das ist tatsächlich etwas, was uns Ärzte am meisten beschäftigt. Wir wollen ja Genau. mit der Therapie den bestmöglichen Outcome hervorrufen. Und wenn dann zusätzlich andere Therapien eingesetzt werden, von denen wir teilweise auch gar nichts wissen, dann kann das natürlich den Therapieerfolg beeinflussen. Frau Genau, Guggenheim. und Stichwort Therapieerfolg. Genau da wollte ich auch noch etwas sagen. Stichwort hochdosierte Vitamin C-Therapie. Diese sollte man unbedingt während einer Strahlentherapie vermeiden, weil ansonsten die therapeutische Wirkung der ionisierenden Strahlung konterkariert werden kann. Also unbedingt während einer Strahlentherapie kein hochdosiertes Vitamin C einnehmen. Das ist ganz wichtiger Hinweis. Vitamin C ist gesund, auf jeden Fall, allerdings nicht während einer Strahlentherapie. Da kann es wirklich die therapeutische Wirkung konterkarieren. Ja, Kann ich vielen vielleicht Dank noch für den etwas Hinweis. zu Kurkuma dazu sagen? Wir haben tatsächlich Patientinnen gehabt, die im Rezidivzustand, also wo wieder quasi ein Tumor nachgewachsen ist, zur erneuten OP kam und von sich aus Kurkuma genommen hat. Es ist tatsächlich so, dass ab einer gewissen Dosis, und die Patientin hat eine sehr hohe Dosis davon eingenommen, das auf die Blutgerinnung wirkt. Und wir haben tatsächlich von unseren hämatologischen Kollegen das dann auch nochmal bestätigt bekommen in der Blutanalyse, die wir standardmäßig am Tag vor der Operation machen, dass quasi das Blutungsrisiko sehr erhöht war und wir deswegen die Patientin dann auch nicht am nächsten Tag operieren konnten. Sie erstmal nach Hause gegangen ist und ungefähr eine Woche nochmal gewartet hat, natürlich kein Kurkuma genommen hat, um dann wieder aufgenommen zu werden. Da waren die Blutergebnisse soweit in Ordnung. Wir konnten sie dann therapieren. Also man muss tatsächlich mit manchen Mitteln aufpassen, wie schon Frau Gubina gesagt hat, Vitamin C während Schadentherapie, Kurkuma vor einer erneuten Operation oder vor einer Operation ist natürlich sensibel. Das kann dann auch doch gewisse Kontraindikationen und Probleme mit sich führen. Ja, vielen Dank für den wirklich wichtigen Hinweis. Ja. Vielleicht dazu auch nochmal, was man tatsächlich im Rahmen, das habe ich letztes Jahr erzählt, bei der, wenn man hochdosiert Kurkuma nimmt, und da ist vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, der Trugschluss daraus entstanden, da muss es ja auch irgendwas bringen, dann kann man es tatsächlich auch im Tumor nachweisen, wenn man es misst und im Nervenwasser. Und wie gesagt, das hat, ich hoffe, dass das klar geworden ist im Vortrag und dass das nicht irgendwie jetzt zu so, dass das jetzt nicht zu sehr dafür zu verleitet, alles auszuprobieren. Was Frau Guberina gesagt hat, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen eben abschätzen, was macht das mit unserer Therapie und was macht das mit Nebenwirkungen, die vielleicht schon unter Therapie auftreten. Und das ist ein extrem schwieriges Gleichgewicht. Und da müssen wir natürlich dann am Ende gucken, dass vor allen Dingen die Therapien, wo wir größtmögliche Evidenz haben, also wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es was bringt, dass die an erster Stelle stehen. Und alles, was danach kommt, kann man machen, darf aber eben nicht schaden. Okay, super. Vielen Dank für den Input. Nächste Frage. Kann bei Diagnose Glioblastom, WHO Grad 4, Wildtyp, Ganglioglion, WHO Grad 1 und anaplastisches Astrozytom, WHO Grad 3, eine geringe CBD-Dosis auch als Stimmungsaufheller helfen? Ja, das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage. Also erst einmal CBD geht zwar ins Gehirn, ist aber nicht psychoaktiv wirksam. Das heißt, das CBD selber macht erstmal gar nichts mit der Psyche, sodass das der Grund ist, warum man das im Kiosk kaufen kann, in natürlich viel geringerer Konzentration. Wenn Sie mal schauen, es gibt zum Beispiel bei der TKK, gibt es eine Übersicht, wofür Cannabinoide zugelassen sind. Und Depressionen und quasi
Angst, also Angst nicht, aber Depressionen und schlechte Stimmung sind tatsächlich einer der Sachen, für die man es nicht verschreiben kann, weil es bei Depressionen keinen Effekt hat, das THC. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, und es mag daran sein, dass natürlich THC in den Produkten drin ist, die wir verschreiben, dass Patienten schon beschreiben, dass das was mit der Psyche macht. Allerdings nicht immer im positiven Sinne. Das kann auch zu schweren Depressionen, Halluzinationen und Wahn führen. Deswegen wäre ich bei der Indikation vorsichtig. Man müsste das individuell mit einer niedrigen Dosis ausprobieren. So machen wir es. Wir dosieren es ganz langsam auf, wenn es jemand haben will. Und müsste einmal schauen, was es mit der individuellen Psyche macht. Mit Sicherheit gibt es positive Effekte, die auch beschrieben sind. Mit Depressionen selber ist es nicht zugelassen und CBD alleine mit Sicherheit nicht, weil es nicht psychoaktiv wirksam ist. Ja, und was man vielleicht noch ergänzend sagen kann, ist, es gibt andere Substanzen, andere Medikamente, die viel, viel wirksamer sind zur Behandlung der Depression oder zur Stimmungsaufhellung. Und da ist es sinnvoll, sich diesbezüglich beraten zu lassen, bevor man sowas macht, was experimentell ist und wovon man überhaupt nicht weiß, dass es funktioniert. Letzte Frage. Mein Arzt hat als homöopathisches Mittel Helleborus Niger verschrieben. Was halten Sie davon? Ja, ehrlicherweise, das geht jetzt schon. Also ich selber habe es noch, ich habe es noch nie irgendwie gehört, dass es jemand genommen hat. Das ist ein homöopathisches Mittel, was meines Erachtens rein symptomatisch gegeben wird, zum Beispiel bei Schlafstörungen. Aber ehrlicherweise bin ich dafür kein Experte. Ob das was bringt, weiß ich nicht. Generell muss man bei Homöopathie sagen, dass wir, sage ich mal, Schulmediziner immer so ein kleines Problem mit Homöopathie haben, weil es eben das proklamiert, was wir eben nicht glauben, nämlich dass niedrigere Dosierungen effektiver sind. Ich glaube nicht, dass ich dazu eine adäquate Aussage machen kann, ehrlicherweise. Ja, also aus schulmedizinischer Sicht kann man das nicht befürworten. Das ist, die Evidenz dafür ist einfach nicht vorhanden. Und wahrscheinlich sehr teuer. Also ich hatte mal einen Patienten, der aus Verzweiflung, weil ihm Avastin nicht bewilligt wurde, seiner Frau homöopathische Mittel für 10.000 Euro gekauft hat. Also das ist wirklich super teuer. Es wird natürlich nicht, also von den meisten Kassen nicht bezahlt. Und das ist dann die pure Verzweiflung. Und da soll eben so ein Vortrag wie jetzt vielleicht heute davor warnen, das eben nicht zu tun. Okay, vielen Dank. Gibt es noch Wortmeldungen, Frau Jindele? Nein. Nein. Ja, dann sind wir leider auch schon am Ende unseres. Achso, es gibt noch eine letzte Frage. Haben Sie Erfahrungen bzw. eine Meinung zum COC-Protokoll? Ja. Ja, das ist eine Studie, die gerade läuft in England. Ne? Unter anderem meine ich auch mit Metformin ist dabei. Da kann man jetzt aktuell noch keine Aussagen zu machen. Wenn man sowas machen will, ne, ich habe ja gezeigt, im Endeffekt, die Gedanke dahinter ist, dieses Drug Repositioning, verschiedene Signalwege angreifen, um den Tumor eben zu ärgern, kann man das machen. Allerdings glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt kann man das genauso behandeln wie jede andere Studie auch, dass man das gute Recht hat, daran teilzunehmen. Versprechen, dass es was bringt, kann man zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Okay, perfekt, vielen Dank. Genau, und damit sind wir leider am Ende unseres Vortrags und am Ende der Veranstaltung. Ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können. Ich hoffe, Sie haben vielleicht auch Anregungen, Tipps mitnehmen können, wie Sie in Ihrem konkreten Fall weiter vorgehen können, wie Sie auch vielleicht therapeutisch weiter vorgehen können. Und Sie sollten wissen, dass wir jederzeit verfügbar sind für Fragen. Sie können sich auch gerne zur Beratung oder Einholung einer Zweitmeinung bei uns vorstellen, in der Neurochirurgie oder in der Strahlentherapie oder in der Neuroonkologie. Alle Wege führen letztlich zur gleichen Stelle. Und wir schließen damit ab. Und ich weiß nicht, Martin ist wahrscheinlich noch nicht da, aber wir wünschen Ihnen dann noch einen schönen Ja, du Abend. darfst mal Tschüss sagen, Sid. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.